Jo Leute, die Dataminer nehmen das Spiel immer weiter und weiter auseinander und es gibt neue Leaks. Und zwar wurde jetzt ein Bild vom Distortion Room veröffentlicht. Und ja, dieser Raum sieht ähnlich aus wie die Zerrwelt. Also es gibt viele verschiedene Ebenen, die irgendwo in der Luft zu sein scheinen, die in der Luft schweben. Jedoch kann sich der Spieler nur auf einer einzigen Ebene fortbewegen, um den Platinum Orb zu holen. Über dem Spieler scheint eine Art Podest zu sein. Vom Reminisce Park wurde ein Bild des Podests hochgeladen, wo man die Slates einfügen kann, um den legendären Pokémon zu begegnen. Jedoch stürzt das Spiel ab, wenn man in zu viele Räume gehen möchte. Nun hat Nintendo offiziell einen Trailer zum Reminisce Park, welcher im deutschen Hamanasu Park heißt, veröffentlicht, in dem sie uns auch nochmal alle legendären Pokémon zeigen, die man bekommen kann. Und diese sind auch editionsexklusiv. Mit strahlender Diamant ist es möglich, Ho-Oh, Raikou, Entei und Suicune zu fangen und mit Pokémon Leuchtende Perle bekommt ihr Lugia, Arctos, Zapdos und Lavados. Nun auch offiziell bestätigt sind das Mew und Jirachi Event. Den Dataminern ist es gelungen, das Darkrai Event auszulösen, jedoch ist das noch unvollständig, denn bei Kampfbeginn kommt die Surfer-Animation und es spielt die ganz normale wilde Pokémon-Musik. Außerdem erscheint der Hintergrund von Route 201. Ebenfalls wurde ein Bild der Halle des Beginns veröffentlicht, jedoch ist diese unvollständig. Außerdem findet man Giratina wie in Diamant und Perl in der Höhle der Umkehr, jedoch spielt im Kampf gegen S nicht die Giratina-Musik aus Platin, obwohl diese eigentlich in den Codes veröffentlicht ist, sondern die ganz normale legendäre Pokémon-Musik. Außerdem sind wilde Shiny-Pokémon im Untergrund auf der Overworld nicht erkennbar, diese werden erst im Kampf angezeigt. Und jetzt, Leute, wird es richtig wild, denn es gibt richtig kranke Postgame-Action. Und zwar die Rematches gegen die Arena-Leiter und gegen die Top 4. Und zwar gibt es zwei verschiedene Rematches. Im ersten Rematch haben die Top 4 ihr Team aus Pokémon Platin. Also hat beispielsweise Ignaz nicht mehr sein Stalos, Drifzepeli und Schlappohr, sondern sein Magbrand, sein Hundemon und sein Flamara noch dazu. Und die anderen Top 4 Mitglieder ebenfalls, sowie Cynthia, die jetzt auch ihr Togekiss hat. Außerdem setzen die Arena-Leiter auf spezielle Taktiken. Fight setzt mit seinen Gesteins-Pokémon auf eine Sandsturm-Taktik, die er dank seines Despotas ausführen kann, was die Spezialverteidigung seines gesamten Teams steigert, da sie alle Gesteins-Pokémon sind. Sylvana setzt mit ihrem Papunga auf eine Sonntag-Strategie, was man an ihrem Team auch sehr gut sehen kann, denn beispielsweise besitzt ihr Sonflora nur die Attacke Solarstrahl. Wellenbrecher Marinus setzt mit seinem Quaxo auf eine Niesel-Strategie. Diese Strategie verstärkt alle Wasserattacken. Hilda setzt mit ihrem Capoeira auf eine Bedroher-Strategie, was ihr die Möglichkeit bietet, mit anderen Pokémon Schwertänze aufzusetzen. Lamina setzt mit ihrem Drifzepeli auf eine Heißhopp-Strategie. Der Heißhopp verbrennt das Drifzepeli und mit Hilfe bestimmter Attacken kann das Drifzepeli die Verbrennung auf den Gegner übertragen. Frieda setzt auf eine Hagel-Strategie, die sie mit ihrem Rex-Blizzard aufsetzt und jeden Blizzard damit treffen kann. Adam setzt mit seinem Panzer-Eron auf eine Tarnstein-Strategie, was gegnerische Pokémon bei jedem Einwechseln verletzen kann. Volkners Team wurde jetzt endlich auch gefixt, obwohl dieser jetzt in seinem Team als Elektro-Arena-Leiter einfach einen Pelipper mit einer Elektro-Vierfach-Schwäche hat. Jedoch ist dieses dazu da, um den Niesel rauszubringen, damit der Donner in seinem Team immer trifft. Und jetzt kommen wir gegen die zweiten Rematches der Top 4, und zwar sind deren Teams, was das Level betrifft, jenseits von Gut und Böse. Es fängt schon bei Herbaro an, dessen schwächstes Pokémon auf Level 75 ist. Ja, 75. Außerdem hat er jetzt auch eine kleine Änderung in seinem Team, und zwar hat er ein Libeldra. Theresa hat nun zusätzlich ein Nidoking und ein Mamutel. Ignaz hat jetzt ein Vulnona und ein Arcani in seinem Team. Lucian hat jetzt ein Lamus in seinem Team. Und Cynthia hat jetzt ein Porygon Z in ihrem Team. Und Leute, Cynthia hat es wirklich geschafft, im zweiten Rematch-Kampf zu der stärksten Gegnerin in der Geschichte der Pokémon-Spiele zu werden. Und zwar hat Cynthia nun Rot vom Thron gestoßen, denn Cynthia ist in Pokémon strahlender Diamant und leuchtende Perle die stärkste Gegnerin in der Geschichte der Pokémon-Spiele. Denn ihr stärkstes Pokémon Knackrack ist auf Level 88. Ja, Rots Pikachu war ebenfalls auf Level 88, jedoch ist Cynthias komplettes Team über Level 80, was bei Rot nicht der Fall war. Und, oh mein Gott, das Postgame dürfte leveltechnisch wohl wirklich das schwerste Pokémon-Spiel überhaupt sein. Jedoch mache ich mir da eher weniger Sorgen, denn mit dem EP-Teiler werden wir wahrscheinlich sowieso überleveln. Und ja, Leute, das waren die News für heute. Morgen wird es wahrscheinlich nochmal richtig fette News geben, denn morgen am 11. November kommt das 1.1.0 Update raus und dieses werden die Dataminer wohl auch komplett auseinandernehmen, also freut euch auf jeden Fall morgen schon mal auf ein neues Video von mir. Und bis dahin würde ich dann mal sagen, bis zum nächsten Mal Leute und ciao!